Freunde der mörderischen Schattenseiten. Heute geht's mal wieder um Krimis, um alte Krimis. Und das kann man in diesem Fall auch mit Großbuchstaben schreiben. Ich habe mal richtig tief in meine Regale gegriffen und bin an Bände geraten, die ich schon ewig und drei Tage dort horte. Aber erst jetzt und speziell quasi für diese Sendung mal gelesen habe. Da bin ich ganz besonders erfreut auf diesen Titel gestoßen. Den hatte ich schon öfter mal in den Händen früher, aber habe nie zugegriffen, bis ich erst jetzt erkannt habe, dass das hier Alain Delon ist. Und da bin ich dann neugierig geworden. John Trinian, oh Gott, ja, Lautlos wie die Nacht heißt dieser Roman. Und ich muss den Namen vielleicht auch gar nicht beherrschen, denn eigentlich hieß er Cecial Marco, der Autor. Und der gehört zu denjenigen, die man hierzulande eigentlich nicht kennt, die auch nicht so viel geschrieben haben, obwohl es zu seiner Zeit auch ein sehr bekannter Autor war. Lautlos wie die Nacht ist ursprünglich 1960 erschienen und dann 4 Jahre später hier in Deutschland erschienen. Es geht darin um Karl Heislers letzten Coup. Der Name ist deutsch, er hat auch deutsche Vorfahren, aber es ist ansonsten ein waschechter Amerikaner und vor allen Dingen ein Vollblutgauner. Heisler hat immer den großen Coup versucht, ist ein Einzelgänger. Er hat nie gute Erfahrungen gemacht, wenn er mit Kumpanen zusammengearbeitet hat. Er hat auch schon öfter im Gefängnis gesessen und der letzte große Coup, der ist im letzten Augenblick dann doch schiefgegangen, hat ihn 5 Jahre gekostet. Jetzt ist er 54, verbraucht und alt. Zu Hause wartet mit still und vorwurfsvoll die Frau. Es gibt einen Sohn, aber kein Geld. Und der alte Heisler, der kann vielleicht bei ihrem Bruder anfangen, in einer untergeordneten Position. Nichts für Heisler, es ist ein Freigeist und ein Berufsverbrecher. Und er fängt also sofort an, den letzten, aber diesmal ganz großen Coup zu planen. Das ist schon sehr unheilverkündend. Und zwar plant er ausgerechnet den Überfall auf ein Mafia-Casino. Der hat herausgefunden, dass es dort eine Schwachstelle gibt, durch die er in den Tresorraum eindringen kann. Und weil das aber trotzdem nicht alleine geht, muss er sich mit jemandem zusammentun. Und das ist Frank Toschi, sein Zellengenosse auch, der ihn während der letzten Haft, ein ruhiger Vertreter, sehr vernünftig und diszipliniert und als solcher trotz seiner Jugend für Heisler ein Gewinn. Er hat ihn quasi als Sohn aufgenommen und außerdem bringt Toschi noch Louis Goodwin als Fahrer, also ein Schwager, mit ins Spiel. Und dieses Drei-Mann-Team ist jetzt damit beschäftigt, diesen Heist, diesen genialen Coup, diesen Überfall vorzubereiten. Und das ist nun auch der Hauptteil dieses Romans. Die Vorbereitung, die Planung, der Ablauf, der Überfall, der gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich will es, eigentlich, es ist kein Spoiler, das Scheitern. Natürlich ist das Schicksal wieder mal gegen Heisler. In diesem Fall bricht er genau in jener Nacht ein, als Casino-Chef Bertuzzi einen jüngeren Nebenbuhler umbringen will. Der Bertuzzi ist nicht gesundheitlich nicht mehr so ganz gut beieinander und soll jetzt ersetzt werden. Ziemlich schnöde und das will er nicht. Und dieser Junge, den der auch noch einarbeiten soll, der triezt ihn so tüchtig, dass Bertuzzi jetzt also in einem letzten Akt der Auflehnung in dieser Nacht seinen Nebenbuhler umlegen will. Und genau da platzen dann Heisler und Toschi unten in den Bunker, wo das auch geschehen soll, platzen dann hinein. Okay. Wie das nun genau endet, ich will es nicht verraten. Es geht auf jeden Fall ungewöhnlicher aus, als man jetzt aus der Schilderung vielleicht annehmen würde. Ja, und der Autor, Trinian, der war selbst ein bisschen wie Heisler,
Der war ein Autor, auch ein Kleindarsteller, ein Lebemann und auch ein Knastinsasse. Er hat also auch unter anderem wegen Rauschgiftmissbrauchs hat er also gesessen. Trotzdem hatte er Glück, diesen Roman Lautlos wie die Nacht, den hat Anfang der 60er Jahre in Frankreich Henri Verneuil in die Finger bekommen. Das war schon damals ein sehr bekannter Regisseur von Filmen, die heute zur französischen Krimi-Klassik gehören. Dem gefiel das und er hat das Buch dann auch angekauft. Er hat den Handlungsort verändert, das spielt nun an der französischen Riviera. Und als Stars holte er sich für den alten Heißler Jean Gabin und für den jungen Frank Toschi holte er sich Alain Delon. Und das war eigentlich damals eine völlig sichere Bank. Gabin für die älteren Kinozuschauer und Delon für die jüngeren. Die beiden haben auch noch in mehreren anderen Filmen zusammengearbeitet. Das ist ein sehr gutes Team gewesen. Und Lautlos wie die Nacht wurde auch zu einem sehr großen Erfolg. Die Kritiker waren begeistert und auch im Kino lief der Film ausgezeichnet. Film, Bücher zu Filmen waren in den frühen 60er Jahren noch eher selten. Und wenn, dann wurden die gar nicht groß beworben. Man kann hier zwar lesen, Jean Gabin und Alain Delon spielen die Hauptrolle in dem gleichnamigen Leinwandthriller der Metro-Goldwyn-Mayer. Aber als besondere Werbung würde ich das nicht bezeichnen. Immerhin, das Bild ist aus dem Film mit Alain Delon. Hier auch noch, das muss so sein, eine Frau, obwohl in diesem Roman Frauen eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Aber es wird halt, um noch unentschlossene Leser zu locken, wird das also auch noch mit draufgepappt. Die geheime Krimireihe, die ist auch quasi in den frühen 1960ern auf den Markt gekommen und die unterschied sich von den schon bestehenden Krimireihen dadurch, dass sie in erster Linie moderne Titel gebracht hat, die also nur einige Jahre alt waren oder gerade erschienen sind. Keine Rätselkrimis, keine Whodunits, nur ausnahmsweise, sondern auch in diesem Falle ziemlich realistische, melancholische, harte Literatur. Ende gut, alles gut, nein. Und natürlich, Scheitern am Ende für Verbrecher ist noch unabdingbar. Aber zumindest tun sie einem dann genauso leid wie gute Menschen, die es erwischt in diesem Roman. Lautlos wie die Nacht liest sich in kurzer Zeit und auch problemlos, weil die Handlung einfach so wunderbar zügig und gleichzeitig konzentriert abläuft, ohne irgendwelchen Speck, den die Autoren von heute so gerne damit reinbringen und dann ihre Bücher auf x-tausend Seiten aufblähen. Das gibt es hier nicht. Eine Geschichte wird erzählt, sie ist zu Ende, Punkt. So soll es sein und ich werde nie müde, dieses Credo hier an dieser Stelle zu verbreiten. Wenn man hier in Deutschland Krimi sagte, dann meinte man viele, viele Jahrzehnte hauptsächlich Goldmann damit. Der Goldmann Verlag hat schon seit den 1920er Jahren Kriminalromane veröffentlicht. Das ging dann erst im Dritten Reich zu Ende, notgedrungen, und wurde dann ab 1950 wieder aufgenommen. Und bis in das neue Jahrtausend hinein erschienen Hunderte von Kriminalromanen, meist in rot gehaltenem Einband. Und ich habe hier einen der frühen Nachkriegsbände mitgebracht. Die hießen Goldmanns Taschenkrimi. Taschenbücher waren damals noch recht neu. Ist die Nummer 27 von, muss mal eben schauen, genau, von 1953. Ursprünglich ist dieses Buch 1936 erschienen. Und in diesem Jahr spielt auch die Handlung irgendwo in Yorkshire, im englischen Yorkshire. Und der junge Held, den muss es ja so geben, in so einem Rätselkrimi heißt John Harrigan. Und der wird von Armut und Misserfolg gebeutelt. Eigentlich will er Schriftsteller werden, aber
Es klappt nicht. Und deswegen horcht er eben auf, als er in der Zeitung eine ominöse Anzeige findet. Da sucht ein Millionär, Edwin Lawrence, sucht einen Sekretär und Leibwächter. Das erste hört unser Harrigan gern. Das zweite irritiert ihn zwar, aber da schon Geld beigelegt ist, stürzt er sich dann in dieses Unternehmen und gerät dann an eine richtig fürchterliche Familie. An der Spitze der alte Edwin, der wohnt in einem uralten, riesigen, schon verfallenen Haus mit einem gewaltigen Turm dabei und ist so ein richtiger, schrulliger englischer Millionär, wie man ihn quasi nur aus Literatur und Film kennt. Wie sich das gehört, hat er sich trotzdem reich vermehrt. Es gibt Töchter, Söhne, Enkel, Schwiegersohn und Schwiegertöchter und alle sind in Geldnöten. Alles Verschwender, Flaschen im Beruf und lauern eigentlich nur auf den Tod des Alten, dem es aber spitzenmäßig geht und der nur allmählich ein wenig nervös wird, weil es gewisse Anschläge auf sein Leben zu scheinen gibt. Und deswegen hat er sich eben jetzt diesen jungen Harrigan geholt, der ihn vor diesem Schicksal bewahren soll. Klappt aber nicht. Harrigan ist ein völlig ungeeigneter Kandidat. Erst als Leibwächter, später als Privatdetektiv. Und im Fundament, im Keller des Turmes, findet man jedenfalls den alten Edwin schließlich mit eingeschlagenem Schädel. Und wie sich das gehört, sind die gesamten Familienmitglieder so auf dem Familiensitz verteilt, dass alle verdächtig sind. Scotland Yard schickt die Inspektoren Musgrave und Hardy, die eigentlich sehr genreunüblich auf die tatkräftige Mithilfe von Harrigan zählen und dann immer völlig enttäuscht sind, wenn der wieder mal einen Bock geschossen hat. Und das ist auch das Besondere an diesem Roman, dass er im Grunde ein ganz großer Fake ist. Es fängt schon damit an, dass dieser typische Whodunit-Cozy, denn im England spielt und englischer gar nicht sein kann, von einem waschechten Deutschen geschrieben wurde. Ferry Rocker, das ist das Pseudonym für Eberhard Friedrich Worm, der von 1896 bis 1973 gelebt hat. Und er gehört zu denen, die also im Zweiten Weltkrieg auch das Land verlassen mussten. Er ist dann unter anderem auch einige Jahre in England gewesen. Er war auch vorher schon in England mal. Und die Kenntnisse, die er sich da erworben hat, hat er dann als Autor, der er schon war, und Journalist, hat er die dann eingearbeitet, als er in den späten 1920ern und frühen 1930er Jahren Geld brauchte. Und zumindest unter Pseudonym noch schreiben konnte. Kriminalromane, harmlose Kriminalromane, die mit der deutschen Realität, die er als Journalist auch öfter aufgespießt hat, nichts zu tun hatten, sondern in einer Traumwelt spielten, in der das Verbrechen eine edle Kunst war. Und genau so ist dann dieser Roman. Der Verlag und der Autor konnten dabei auf den Hunger der deutschen Leser setzen. Die waren auch gerade durch den Goldmann Verlag vertraut geworden mit englischen Krimis. Die mochten sie sehr. Die frühen Agatha Christies, Edgar Wallace, also die liefen wie geschnitten Brot auch schon vor dem Krieg. Und da passte dann ein als ob Brite problemlos noch hinein. Rocker war auch nicht der Einzige, Taschenkrimis mal die Liste sich durchschaut, fiel man immer noch den einen oder anderen Kandidaten, wo man diesen Trick auch angewendet hat. Ocker ist zwar ein Gebrauchsautor, aber auf keinen Fall war er ein Mann ohne Ehrgeiz. Also er hat diesen Kriminalroman nicht einfach nur 1:1 kopiert, also diese englische Gemütlichkeit, sondern er hat mit den Konventionen gespielt. Wo unter anderem mit einem Held, der als Detektiv völlig untauglich ist und sich dann ausgerechnet auch noch in die Hauptverdächtige verliebt. Und das macht
in dem Kuddelmuddel, der daraus sich entwickelt, war diese Kopie doch zu einem erstaunlich gekonnten Roman, den man auch trotz des hohen Alters immer noch wunderbar lesen kann. Also der, man kann auch den Text problemlos lesen, also man hakt sich nicht fest an altmodischen Wörtern oder Wendungen, nur manchmal muss man grinsen, wenn halt Dinge beschrieben werden, die damals hochaktuell waren, aber heute inzwischen verschwunden sind. Trotzdem, es ist einer dieser Romane, die kein Klassiker sind, sich aber trotzdem ausgezeichnet und in diesem Fall unter ganz besonderen Umständen gehalten haben. Wir stehen hier zwar auf den mörderischen Schattenseiten, aber ich denke, es ist durchaus mal legitim, dass ich auch gewisse Grenzgänger des Genres vorstelle, die mir einfach aufgefallen sind, weil sie a. nicht die übliche Krimi-Handlung verbreiten und b. eine spannende Geschichte erzählen. Und in dem Fall haben wir hier ein Buch von Geoffrey Jenkins, das Logbuch der Waratah. Ist sowohl in Südafrika, wo der Autor nicht nur gelebt hat, sondern wo auch die Handlung spielt, 1971 erschienen, sondern auch wurde gleich in Deutschland in diesem Jahr übersetzt. Es ist quasi die Geschichte der Familie Fairley. Das sind und waren Seefahrer, Piloten mit, wie gesagt, der Heimat Südafrika. Und da gibt es ein doppeltes Schicksal. 1909 war Großvater Douglas Offizier an Bord des Passagierdampfers Waratah. Und der ist dann unter nie geklärten Umständen spurlos verschwunden mit 200 Passagieren. Das ist also ein realer Fall, das ist so geschehen. 1967 ist Vater Bruce ebenfalls über dem Meer verschwunden, allerdings nicht als Kapitän eines Schiffes, sondern als Kapitän eines Flugzeuges. Sohn Ian ist 1971 ein Meteorologe, der sich auf das Klima über dem Meer spezialisiert hat. Er fährt auch auf einem Wetterschiff und im Sturm hat er dann eine Art Vision. Also während Sturm und Wellen auf ihn niederprasseln, sieht er ungefähr am Rande seines Blickfeldes, sieht er ein riesiges, mitten im Meer, ein riesiges altes Dampfschiff und obendrauf liegt ein Passagierflugzeug. Und als er dann entkommen ist dieser Situation, dann erzählt er das natürlich, keiner glaubt ihm und eine nochmalige Suche bei ruhigem Wetter fördert auch gar nichts zutage. Bis dann jetzt das Schicksal nochmal zuschlägt. Jetzt geht nämlich auch noch der Kampfpilot Alistair Fairley verloren während eines Routineauftrags fliegt er mit seinem Düsenflugzeug, mit seinem Kampfjet übers Meer und verschwindet ebenfalls. Ja, und da wird dann aus der Vision und der Suche nach der Wirklichkeit wird dann eine Mission, denn jetzt will unbedingt der Sohn klären, was dem Großvater, dem Vater und dem Bruder geschehen ist. Er mietet sich eine Yacht, holt sich den einheimischen Juweler, also einen mit Wasser, allen Wassern gewaschenen Seemann und die schöne Taffine. Die geht auch mit an Bord und jetzt suchen die drei, wie gesagt, nach dem rätselhaften Schiff, dem Flugzeug und den verschwundenen Fairley-Männern. So, und ich will das auch jetzt gar nicht aufdröseln. Es gibt tatsächlich eine Auflösung, die hat jetzt aber nichts mit einem Krimi-Fall zu tun, sondern mit einer Rätselauflösung. Es ist ein naturwissenschaftliches Rätsel und das Logbuch der Waratah habe ich da mal großzügig als wissenschaftlichen Thriller habe ich den hier im Rahmen dieser Sendung ernannt. Also ein sehr frühes Beispiel, wie man es ja auch im klassischen Detektivkrimi macht, wo aus den Indizien der Fall zusammengestellt wird,
kommt hier aus den naturwissenschaftlichen Fakten Meer, Luft, Wogen und Wind, kommt eine Erklärung zustande. Geoffrey Jenkins hat sich da sehr ins Zeug gelegt. Die Erklärung ergibt durchaus Sinn. Nicht alle Fachleute waren so auf seiner Seite. Bloß bis jetzt ist auch noch niemand auf eine bessere Lösung gekommen. Also wo die Varata geblieben ist, hat kein Mensch bisher herausgefunden. Irgendwo da, irgendwo südlich des Kaps der guten Hoffnung, wo die brüllenden 40er toben und Kaventsmänner 30, 40 Meter Höhe erreichen, muss also irgendwas passiert sein, was dieses damals noch ziemlich neue Schiff von einem Moment auf den anderen unter Wasser gezogen oder irgendwie anders zerstört hat. Jenkins hat gelebt von 1920 bis 2001 und war in seiner Heimat und auch natürlich in England ein recht bekannter Autor für abenteuerliche Thriller. Und das Logbuch der Varata ist, da liegt auf der Grenze, wie gesagt, zwischen Rätsel und Thriller. Es gibt auch ein paar Zwischenfälle, muss sein, denn so ein Rätsel zieht natürlich auch dann Gelichter an, dass das dann lieber nicht damit in Zusammenhang gebracht werden möchte. Egal, er bringt es zu einer guten Auflösung, aber zu keinem guten Finale. Das muss ich noch hinterher schieben. Die Frauenrolle ist schwach. Der Epilog ist überflüssig und unglaubwürdig. Und dann muss man, das ist aber ein zeitgenössisches Phänomen, muss man sagen, Geoffrey Jenkins aus Südafrika hat die Apartheid mit keinem Wort erwähnt oder sich irgendwie dazu geäußert. Sie findet in dieser Geschichte einfach statt. Es ist wieder ein Buch aus dem Goldman-Roman, allerdings nicht einer der roten Krimis, sondern es ist eine relativ kurzlebige Reihe hier, die Goldman-Abenteuer-Romane, Abenteuer-Taschenbücher. Wie gesagt, da kommt dann zur Handlung, kommt dann nicht der kriminologische Aspekt, sondern mehr das Abenteuer. Sind auch sehr oft Western in dieser Reihe erschienen, aber eben auch einige dieser interessanten Thriller, die auch in der Nachschau so unterhaltsam sind, dass ich dieses Exemplar und diese seltsame Reihe doch mal dem Vergessen entreißen wollte. Damit kommen wir auch für dieses Mal zum Ende. Und ich hoffe, dass die Neugier groß genug ist, dass wir uns ein weiteres Mal mit drei neuen alten Krimis sehen werden.